Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Skyrim. In der letzten Folge haben wir hier, waren wir im Ustengraf und haben nach dem Horn von Jürgen Windrufer gesucht. Es war aber nicht da und jetzt müssen wir so einen Dieb suchen, der aber auch irgendwie nicht da ist. Wir müssen irgendwie mit so einer Delfin reden, müssen ein Zimmer im Gasthaus von, das im Gasthaus des irgendwie Riesen mieten und dann trifft die uns, hat die gesagt. Aber erstmal gehen wir jetzt nach Weißlauf. Denn wir wollen ja die Rotwardonen zu den Alik-Kriegern bringen. Und dann werden wir dafür höchstwahrscheinlich bezahlt. Hoffe ich jedenfalls. Geld. Geld ist das Einzige, was ich will. Ach ja, und dann habe ich auch in der letzten Folge angesprochen hier, dass wir hier so eine Weihnachtsmob drin haben. Da sieht man hier auch schon die Weihnachtselben wieder. Das ist ganz lustig, die Mob. Ich wollte schon Mob sagen. Mod natürlich. Hier die Weihnachtselben. Und dann gibt es auch noch welche, die sind dann als Weihnachtsmann verkleidet. Ist schon ganz lustig, die Mob. Mod, Alter. Übrigens, bleib stehen. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst wo ist und die Gemüse eine zu verkaufen. Dieses eine Mädchen. Wo ist dieses eine Mädchen, wo wir adoptieren können? Wo sind die? Keine Ahnung. Wir werden sie ja noch finden, bestimmt. Da, das ist der Weihnachtsmann. Ja, bitte. Wo sind die Olle? Ist sie oben oder was? Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Was? Wie? Ich dachte, sie dürften nicht in die Stadt. Aber wo soll ich denn hin? Ich kann doch nicht bis in alle Ewigkeit davonlaufen. Nach all dem muss ich wieder meine Sachen zusammensuchen und fortgehen? Wenn ihr das wirklich für die einzige Möglichkeit haltet, dann vertraue ich euch. Lasst uns keine Zeit vergeuden. Wir sehen uns. So. Dann wird die Frau jetzt mit zu den Ställen kommen. Dann werden die Alik-Krieger auf uns warten. So. Jung, Mädchen, Blöderlass, Kampfgeborener. Nö, hä? Ich kämpfe fast jeden Tag gegen ihn, aber das ist... Hä, welches Mädchen war denn das? Ich weiß jetzt gar nicht. Bams. Tja, da sieht Weißlauf jetzt weihnachtlich aus. Es hat geschneit in Weißlauf. Tja, ist halt so, ne? Muss man mal so hinnehmen. So, die Ställe, die sind hier hinten. Ich spring gerade mal einfach jetzt rüber. Was braucht ihr? Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tanit sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. Also gut. Da kommt sie. Endlich begegnen wir uns, werte Dame. Was ist das? Was habt ihr getan? Jetzt hört schon damit auf. Ihr habt doch wirklich nicht erwartet, die Leute bis in alle Ewigkeit manipulieren zu können, oder? Das Glück musste euch eines Tages verlassen. Jetzt bringen wir unsere werte Freundin hier zurück nach Hammerfell, wo sie den Preis für ihren Verrat bezahlen wird. Nicht auf dem Weg zurück. Aber wenn sie erst einmal dort ist, liegt die Entscheidung über ihr Schicksal nicht mehr bei mir. Und was euch betrifft, schulde ich euch nicht einen Teil der Belohnung?
Hier, bitte. Überlegt euch gut, wofür ihr es ausgebt. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, lasst euch nicht von einem hübschen Gesicht täuschen. Das stünde euch nicht gut zu Gesicht. Hm. Mhm, bis zum nächsten Mal. Ich hatte mal so einen Bug, da lag die nach, keine Ahnung, nach Wochen immer noch darum. Aber das haben wir erledigt. Ich würde sagen, dann gucken wir mal nach der nächsten Quest. So, jetzt haben wir doch schon erkundet. Also wirklich. Dann gehen wir mal zum Schrein von Azura, würde ich sagen, ne? Setzen wir da die Markierung. Dann würde ich sagen, lassen wir uns zur Winterfeste, ich weiß nicht, Winterfeste. Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll ich? Ich glaube, Winterfeste heißt die Stadt. Einsamkeit. Ja, genau, Winterfeste. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Schönes Wetter für ein Hauswett. Ich hoffe, es bleibt so. Und dann reiten wir einfach mit dem Pferd zum Schrein von Azura. Hier ist mal wieder Nacht. Hey, ich sehe nichts. So. So weit ist er jetzt auch nicht weg. Worauf ich mich ja auch schon wieder freue, das ist die Ruinen von den Twemern. Alten Firma-Ruinen, auf die freue ich mich wieder ganz besonders. Wie kommen wir da hoch? Kackter Wolf, Alter. Noch einer. So. Wie kommen wir da hoch? Ich glaube, wir reiten einfach mal da unten rum. Und dann können wir da ja einfach den Berg hochreiten, würde ich sagen. Bodenloses Loch entdeckt. Okay. Also sofern wir hier den Berg hochkommen. Ach, hier ist sogar ein Weg. Ach, das sind gar keine Schneewölfe. Schneewölfe haben mehr Leben und wenn ich da einmal zuschlag, dann haben die nur die Hälfte ihrer Leben verloren. Und normale Wölfe, die sterben One-Hit. So, guck mal da, sind wir schon da. So, dann müssen wir doch irgendwie diesen Dämmerprescher oder so da rausholen. Auch so eine schöne Sache.
Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Azura hat mir die Gabe der Vorhersehung verliehen. Schon lange vor eurer Geburt hatte ich eine Vision, wie ihr die Treppen zu diesem Altar hinaufsteigen werdet. Ihr wurdet auserwählt, ihr Champion zu sein. Ich weiß, dass ihr es nicht erwartet habt, aber sorgt euch nicht. Alles geschieht so, wie sie es vorhergesehen hat. Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß. Aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Möge Azuras Magie euch beschützen. Jetzt müssen wir... mal wieder da runter. Ach komm, ich probier's mal einfach so. Jetzt. Wäre ja blöd, wenn wir mit dem Pferd die ganzen Klippen runtergehen und Pferde sind immer so komisch, die springen dann immer runter. Ja, und dann stirbt erst das Pferd und wir rutschen die schönen Klippen runter. Ich wollte Fackeln kaufen. Im Flusswald in der letzten Folge. Hab's dann aber vergessen. So, in 2 Tagen ist auch schon Weihnachten, ne? Also ich nehme heute alles am Dienstag auf, also am letzten Schultag. Auch schon die letzten Folgen. Und das Special auch. Ich habe alles am Dienstag, also heute, aufgenommen. Skyrim bockt einfach richtig hart. Krass, Alter. Der Wolf lag gerade da, wie mein Hund manchmal rumliegt. Sieht immer richtig lustig aus, wenn mein Hund dann... auf dem Rücken pennt. Prima. Ach, da müssen wir doch jetzt diesen hässlichen Zauber oder so anwenden. Ach ja, wie schön der Himmel jetzt aussieht. Kann man mal sehen, was so Mods ausmachen, ne? Aber die Leistung ist doch trotzdem dieselbe. Es sind doch schon genug Fremdlinge in Himmelsrand. Jetzt laufen ja auch noch all diese Söldner aus Hammerfell. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier in Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen.
Ausgezeichnet. Oh Mann, Überreden funktioniert nicht. Der Furchtzauber hat schon vielen Illusionsmagiern das Leben gerettet. Wenn ihr ihnen auf das Siegel hier am Boden wirken könntet, würdet ihr damit eure Kenntnisse unter Beweis stellen. Ich freue mich darauf. So, was dann? Die Akademie ist eine große Bereicherung für was auch kommen mag. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 3. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer im Himmelsrand. Sie verkauft 30 Goldstücke. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Die ruhmreichen Tage von Feste mögen vorbei sein, aber die Akademie besteht immer noch. Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Seit wann sehen die Zauber so geil aus? Wieso habe ich die Zauber? Aschenbrut beschwören? Hä, warum habe ich den? Und wieso ist bei Wiederherstellung Rune des Giftes? Lol. Das macht alles 8 Schaden, also von daher macht es auch keinen Unterschied. Nur jetzt ist meine Waffe wieder weg. So. Huch. Also seht ihr, hier sieht schon wieder alles sehr viel schärfer aus durch die High-Texturen. So, jetzt komm, mach schneller. Die kommt einfach nicht, okay. Ja, aber... Lol. Warte mal, ich guck grad nochmal in die Quest. Elfenmagier. Okay. Ein Elfenmagier. Was ist los? Wo soll der denn sein? Sieht aus wie ein Gasthaus. Ja, ist ein Gasthaus. Okay, dann gucken wir mal hier drin nach einem Elfenmagier. Vielleicht gibt es ja einen. Wenn er nicht zu... Ich versuche einfach nur in Ruhe zu sein. Was habt ihr getan? Es war eine kleinere Fehlkalkulation. Ich habe sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Genau aus diesem Grund haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie, Nelaka. Meine Tage an der Akademie... Dagur und ich haben eine Übereinkunft. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jahre? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt mir den von der Argonischen Maid und dem rüstigen Baron. Ein paar Münzen für meine Seele? Wenn ihr nur wüsstet, welche Ironie dahinter steckt. Was wisst ihr über Seelensteine?
So ist es. Nur, dass der Stein dabei immer verbraucht wird. Sie sind empfindlich. Außer einem. Azuras Stern. Ein dädrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Marlin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Marlin wollte den Stern verändern. Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Ilinaltas Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Daedra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Marlin wahnsinnig wurde. Okay. Also gut. Finde Azuras Stern. Ich weiß nicht, es gab da irgendwie auch noch so einen schwarzen Stern. Ich bin mir nur nicht sicher, ob da jetzt, ob das jetzt eine Mod war. Oder nicht. Och, müssen wir wieder so weit reisen, ey. Das ist ja furchtbar. Mal gucken, vielleicht mache ich noch mal kurz vorher einen Cut, weil die Folgen werden echt große Dateien. So, dann lassen wir es erstmal wieder Tag werden, bevor wir weiterreisen. So. So. Wir müssen... Gegen den Strom schwimmen ist immer gut. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Es wird mir nicht angezeigt. Boah. Ach so. Ich dachte, ich hätte jetzt zwei Wölfe auf einmal gekillt. Das wäre cool gewesen. Was ist denn das? Ja, und hier sieht man jetzt auch schon wieder die Grastexturen, oder besser gesagt nicht die Texturen, sondern generell das Gras, was dir aus der Erde guckt, das ist ein Mod. Ich bin mal gespannt, wie überpowered jetzt die Feinde sind. Das ist ja diese Höhle. Oder nicht die Höhle, sondern da vorne wird es die Festung sein, die da im Wasser ist. Ach komisch. Park mal hier. So, Ilias Tiefen. Ach, guck mal da. Tagebuch des Fischers. Zaubertrank der kleinen Heilung. Dog. Krass. Niemand ist hier. Oh, sagt dir auch mal was. Sonst ist die immer so still. Skelette. Irgendwie gefällt mir nicht, wie sich das hier entwickelt.
Wer sagt die das? Wieder. Alter, wie krass die sind. Die kommen auf jeden Fall nicht durch. Falscher Zauberspruch. So. Neue Stufe. Gesundheit. Was können wir denn noch so machen? Bögen. Leichte Rüstung. Schlossknacken. Taschendiebstahl. Redekunst. Illusion. So. Wo ist jetzt der eine Feind? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ach, guck mal, wer der ist. Huch, was war das denn für ein... Ah, Schutzgeist. So. So. Das war's. Na, geht doch. Sind wir auch schon wieder oben. Wir brauchen mehr Seelen für den Stern. Hier drüben! Funken.
Frage ist, dass wir da wohl lang müssen. Hier nicht, aber das können wir trotzdem mal mitnehmen. Dann ist das hier der Weg. Nanu? Stern, wo ist er denn? Hä? Ach, da oben. Eieiei. Hier kommt bestimmt wieder irgend so ein Endgegner jetzt. Nee, doch nicht. Azuras Stern. Müssen wir den ganzen Weg wieder zurück? Oder gibt es hier irgendwie so einen Zwischenausgang? Hoffen wir es mal. Ah, doch hier. Aber geht's doch, ich glaube, wir müssen den Weg wieder zurückgehen. Aber zum Glück müssen wir diesmal nicht wieder den ganzen Weg unten lang. Und so, zum Glück können wir einfach runterspringen. Und dann ist fertig. So. Dann bringen wir den Stern jetzt schnell zurück und dann gibt's den nächsten Cut. So. Immer überall, wo wir hinreisen, ist Nacht. Überall einfach. I am back. Azuras Stern. Ich wusste, die Fürstin der Dämmerung hatte einen Grund, euch zu senden. Gebt ihn mir. Ich werde Azura bitten, dem Stern zu seiner ursprünglichen Reinheit zu verhelfen. Ich werde mit Azura reden. Azura, Mutter der Rosen, Göttin der Morgen- und Abenddämmerung, euer gewählter Champion hat euch euren Stern zurückgebracht. Sie möchte selbst mit euch reden. Bitte, legt eure Hände auf den Altar. Seid gegrüßt, Sterblicher. Ihr seid meiner Führung durch die Schleier der Dämmerung gefolgt und habt meinen Stern von meinem Wahren gerettet. Doch seine Seele wohnt noch immer darin, geschützt durch seine Zauber. Bis er beseitigt ist, wird euch mein Artefakt nichts nützen. Am Ende wird der Stern allmählich auf meine Ebene im Reich des Vergessens zurückfinden. Doch ich bezweifle, dass ihr die 100 Jahre, die das dauern würde, warten könnt. Nein, es bleibt nur eine Möglichkeit. Ich werde euch in den Stern schicken,
Dort werdet ihr Malens Seele wandern. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, Sterblicher. Habt Vertrauen, Sterblicher. Ich werde über euch wachen. Ah, meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam schon Hunger. Wartet, irgendwas mit euch ist anders. Und wer seid ihr, dass ihr mich herausfordern wollt? Ich habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Dieses Reich gehört nun mir. Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. Auch unbedingt Wiederherstellungszauber. So, dann nehmen wir gerade mal so einen Zaubertrank, der Magica. Ich werde euch zurückbringen, bevor ihr vernichtet werdet. Mein Stern wurde wiederhergestellt und Malens Seele wurde dem Reich des Vergessens überantwortet. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Sterblicher. Wie es vorherbestimmt ist, steht es euch frei, meinen Stern nach eigenem Ermessen zu benutzen. Lebt wohl, Sterblicher. Wisset, dass Azura in der Dämmerung über die Fäden eures Schicksals wachen wird. Krass. Der schwarze Stern. Ach doch, dann ist doch keine Mod. Okay, gut, dann haben wir die Quest abgeschlossen. Ich würde sagen, die Folge ist an der Stelle hier beendet. Oh, guck mal, wie geil das Schwert aussieht, wie es leuchtet. Ey, krass. Ja, ich würde sagen, dann ist die Folge an der Stelle hier beendet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gebt ihr doch einen Daumen nach oben, wenn sie euch gefallen hat. Und abonniert mich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt oder wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich bedanke mich. Ich sage dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.